So, alles ready? Ja, guten Tag. Mein Name ist Hans-Martin Fleischer. Heute ist der 1. April. Wir sind hier vor dem Reichstag, um einen kleinen Ausflug in die Welt des Geldwesens zu unternehmen. Da habe ich hier einige Dinge aufgebaut im Hintergrund. Ich hoffe, dass sie durch den Wind nicht verweht werden und umfallen. Vielleicht fangen wir mit dieser Szene 1 hier an. Das ist ein kleiner Test, eine kleine Metapher zum Verständnis des Geldes. Also wir stellen uns eine ganz schlimme Wirtschaftskrise vor. Die Leute, das arme Volk hungert und die Könige und die Reichen feiern. Was die Reichen sogar machen, ist, dass sie Spaß dran finden, Geldscheine zu verbrennen. Das ist hier das königliche Feuerzeug. Die Frage ist jetzt, wie kann man das bewerten? Also die Reichen verbrennen Geld, die Armen hungern. Also für diesen Geldschein würde eine Kleinfamilie eine Woche lang überleben können. Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz so einfach, wie man auf den ersten Blick denkt. Nicht? Also die Masse der Menschen, die ich dazu befragt habe, sagt natürlich, das ist ein Skandal. Ja? Die armen Leute können eine Woche leben und der verbrennt das Geld. Nicht? Die Antwort ist wirklich ein bisschen komplizierter. Denn man muss sich erstmal klar machen, was ist Geld eigentlich? Geld ist eigentlich nichts weiter als ein Tauschmedium, mit dem Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft in Bewegung gehalten werden. Also stellen wir uns eine ganz einfache Ökonomie vor mit 10 Geldscheinen und 10 Broten. Dann kostet jedes Brot natürlich ein Geldschein. Nicht? Wenn es also 100-Euro-Schein ist, kostet ein Brot 100 Euro. Wenn jetzt der König seinen 100-Euro-Schein verbrennt, sind nur noch 900 Euro da in dieser kleinen Volkswirtschaft, aber immer noch 10 Brote. Und der Brotpreis sinkt von 100 auf 90 Euro. Also man sieht an diesem kleinen Beispiel schon, ganz so einfach sind die Dinge, die mit Geld zu tun haben, eben doch nicht. Und ja, um das in relativ kurzer Zeit hier mal so darstellen zu können, habe ich hier also eine Geschichte des Geldes über, sagen wir mal, 10.000 Jahre hinweg aufgebaut, also um einfach die grundsätzlichen Mechanismen des Geldwesens darzustellen. Also fangen wir an in der Steinzeit. Zwei Steinzeitleute beginnen Waren zu tauschen. Vielleicht gar nicht mal unbedingt, um Geschäfte zu machen. Man könnte sogar fast vermuten, dass also die allerursprüngliche Situation zwischen den Menschen folgende ist: Der eine hat irgendwas zu viel und der andere braucht das gerade, da wird er eben sagen, hier, kannst du haben. Ja? Also ich glaube, ich war nicht dabei, aber ich glaube persönlich nicht unbedingt daran, dass das von vornherein auf einer geschäftlichen Ebene abgelaufen ist. Hat sich natürlich dann im Laufe der Jahrhunderte so entwickelt, dass die Leute natürlich getauscht haben. Nicht? Und man merkt dann relativ schnell, dass man, wenn man ein lebendes Tier gegen ein Werkzeug tauschen will, man irgendwann Bewertungsprobleme bekommt und dass das nicht so ganz einfach ist. Nicht? Also die Güter, die getauscht werden, die sind nicht haltbar, sie vergammeln, sie sind nicht teilbar. Man kann ja einen Fisch nicht in der Mitte durchschneiden, dann ist er natürlich tot. Also das hat verschiedene Probleme. Im Laufe der Menschheitsgeschichte hat man dann, etwas komischerweise für mich, ist man auf die Idee gekommen, durch Edelmetallfunde, das fanden die Leute irgendwie schön, da gibt es ganz verschiedene Theorien, warum die Leute ausgerechnet Gold gut finden, weil es kann man nicht essen, es sieht schön aus, aber das ist auch fast schon alles. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich, es verrottet nicht, es ist ewig. Nicht? Also dieses Goldstück hier wird in einer Million Jahren noch genauso aussehen wie heute und es ist eben auch teilbar und man kann es wiegen. Also es ist sozusagen eine relativ ideale Tauschmedium geworden, sodass man also dann, wenn man jetzt hier solche Münzen betrachtet, also das sind schon normierte Gold-Nuggets, die als Tauschmedium fungieren. Jetzt kommt eine Sache hinzu, die ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde das trotzdem mal versuchen zu erklären. Also die Leute, die Gold besitzen, haben natürlich das Problem, dass sie eigentlich einen Tresor brauchen, um das vernünftig lagern zu können. Also gab es, wir nehmen mal so einen Tresor von hier hinten, gab es
Profis, Goldschmiede am Anfang, die diese Lagerstätten hatten. Und die Leute, die eben Gold besessen haben, Goldmünzen oder Goldbarren, das ist in dem Fall relativ egal, haben dieses Gold dort eingelagert und haben dafür eine Quittung bekommen. Nehmen wir mal so ein weißes Blatt Papier, das ist die Quittung. Und wenn jetzt jemand irgendwas gekauft hat, draußen in der Warenwelt, musste er also erst zu dem Goldschmied laufen, sein Goldstück aus dem Tresor rausholen, gegen Quittung natürlich, hat dann irgendwas dafür gekauft. Und derjenige, der ihm das verkauft hat, hat dann das Goldstück, was er nun wiederum in seinem Besitz hatte, zum nächsten Goldschmied getragen, dort in den Tresor gelegt und seinerseits wieder eine Quittung bekommen. Die Leute haben nicht allzu lange gebraucht, um auf die Idee zu kommen, das Gold da zu lassen, wo es ist, und nur noch mit diesen Quittungen draußen ihre Geschäfte zu machen. Ist ja ganz logisch, nicht? Also warum soll man immer diesen Umweg machen zum Tresor und zurück? Die Goldschmiede selbst, die sind in diesem Fall schon, kann man sagen, Bankiers geworden, haben das natürlich beobachtet und sagen, das ist ja interessant. Ja? Das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass sie für ihre eigenen Goldbestände auch solche Quittungen ausgestellt haben und sind damit einkaufen gegangen. Warum nicht? Ist ja nicht weiter illegal. Im nächsten Schritt wird es dann schon tatsächlich, kann man sagen, kriminell, weil diese Goldschmiede oder die Bankiers der Frühzeit anfangen, mehr Quittungen auszustellen, als sie tatsächlich Gold in den Tresoren haben. Ja, also das muss man sich klar machen. Die Quittungen, die draußen im Umlauf sind, sind also übersteigen die wirklich hinterlegte Goldmenge um ein Mehrfaches. Ja? Dieser grundsätzliche Mechanismus, also wir sind jetzt hier schon mittendrin in einer goldgedeckten Papierwährung, also man kann das jetzt auch umdrehen, das sind jetzt schon richtige Geldscheine. An dieser Stelle möchte ich vorstellen Johann Wolfgang von Goethe. Der ist schon reichlich lediert, den habe ich selbst gebaut, den gibt es also nicht bei Playmobil. Der ist ein paar Mal runtergefallen, hat schon ein paar Risse bekommen, aber die Sendung heute wird er noch überstehen. Goethe hat genau diesen Mechanismus in Faust 2 meisterhaft dargestellt. Also es gibt ja den Faust 1, der ist in der breiten Öffentlichkeit bekannt mit Gretchen und die Liebe und die Wissenschaften und so weiter. Faust 2 hingegen hat also über mindestens 100 Jahre ein totales Schattendasein geführt, weil man das für unaufführbar hielt. Dabei ist Faust 2 tatsächlich aktueller als je zuvor, weil das Wichtigste, was da drin dargestellt wird, ist eben genau dieser Geldschöpfungsprozess aus dem Nichts. Also die Szene fängt an, dass also ein König, naja, der ist jetzt irgendwo da hinten, also der König bei Faust oder der Kaiser ist es wohl sogar, hat das Problem, dass er kein Geld hat. Also der Staat ist pleite und die Mietsoldaten heißen die dort, begehren auf, die wollen nicht mehr kämpfen. Und das Problem ist, sie haben einfach kein Geld. Nicht? Und dann kommt Faust mit Mephisto hinzu und sagt, Kaiser, kein Problem, wir haben da eine Idee. Druckt einfach solche Gutscheine hier, ja? Kaiserliche Unterschrift drauf. Und die Sicherheit für dieses Papiergeld sind die Schätze, die im Boden sind. Also nicht, wie wir vorhin in der Szene gesehen haben, die Goldstücke, die schon wirklich in der realen Welt vorhanden sind, sondern noch extremer, also die Schätze, die tief im Boden sind, sind die Sicherheit für dieses Papiergeld. Das Ganze spielt während des Karnevals und der Kaiser feiert da rum mit seinen Leuten und trinkt auch ein bisschen was. Jedenfalls wacht er am nächsten Morgen auf, betritt seine Kabinettssitzung und sieht plötzlich, was ist das? Hier sind ja überall Zettel im Umlauf, die heißen dort so, Zettel mit seiner Unterschrift. Wer hat das gemacht? Das ist verboten. Ich bin der Kaiser. Nur ich darf das. Nicht? Und dann lacht sein Kabinett und sagt, euer Kaiser, ihr Kaiser, ihr habt das selbst letzte Nacht beschlossen. Und der Kaiser staunt nicht schlecht, weil dieses System tatsächlich funktioniert. Also die Soldaten benutzen dieses Geld, um in die Wirtshäuser zu gehen und so weiter. Also die Wirtschaft dieses kleinen Kaiserreiches funktioniert ganz fantastisch. Natürlich kann der Schatzkanzler im Faust 2 der Versuchung nicht widerstehen, mehr davon zu drucken, als eigentlich tatsächlich angemessen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist überhaupt eine angemessene Geldmenge für eine Volkswirtschaft? Die Antwort ist im Grunde genommen relativ einfach. Angemessen ist genau das, was man braucht, um das, was an Waren und Dienstleistungen vorhanden ist, in Bewegung zu halten. Ganz einfache Antwort.
Wenn man jetzt mehr Geld druckt, als wirklich an Substanzwerten da ist, hat man das Problem, dass man sehr schnell eine Inflation erzeugt. Das haben wir in Deutschland 1923 gehabt und in vielen Staaten der Welt ist das auch heute noch eine große Gefahr. Ja? Das ist ja so der Urhorror auch der deutschen Bevölkerung. Um Gottes Willen, unser Geld wird entwertet. Also wenn man zu viel Geld druckt, dann leitet man einen inflationären Prozess ein. Und genau das machen die Brüder natürlich auch, der Schatzkanzler und seine Leute, die sagen, es ist ja dufte, ja, wir können hier ordentlich Geld ausgeben und drucken das einfach nach, wenn es alle ist. Das Interessante ist jetzt Folgendes, und deswegen ist hier ein Schiff aufgebaut und das hier soll eine Schiffswerft darstellen. Also hier ist ein Schiff, was sozusagen gebaut wird. Das ist noch nicht fertig, das ist die Grundspanten und das Grundgerüst des Schiffes. Jetzt passiert Folgendes. Es ist also in dieser Faust-II-Volkswirtschaft zu viel Geld im Umlauf. Das führt dazu, dass ein paar Leute sagen, hey, ich stelle ein paar Leute ein und wir bauen ein Schiff. Und dieses Schiff segelt dann in die neue Welt, kommt voll beladen mit Pfeffersäcken, was auch immer da irgendwie interessant ist, was man dort kaufen kann oder auch klauen kann. Das beschreibt Goethe auch ganz gut. Also auf jeden Fall werden Waren zurücktransportiert, die diese im Grunde genommen zu große Geldmenge im Nachhinein mit Bruttosozialprodukt auffüllen. Ja? Also man kann sich die Geldmenge als eine Art Mantel vorstellen. Der muss ein bisschen weiter sein, damit sich eine Volkswirtschaft bewegen kann. Das ist eigentlich insofern nicht unbedingt eine wirklich schlechte Geschichte. Problematisch wird es halt in dem Fall, wenn es entartet, das Ganze, wenn es einfach zu viel gemacht wird, wenn zu viel Geld gedruckt wird. Also nochmals, in Maßen ist das nicht die schlechteste Idee, etwas mehr Geld zu drucken, als tatsächlich Bruttosozialprodukt vorhanden ist. Nichts anderes ist ja die Geldmengenpolitik, die normalerweise eine Zentralbank macht, um die Wirtschaft zu beleben. In einer Depression wird also ein bisschen mehr Geld in den Kreislauf geschossen, damit Unternehmen Kredite aufnehmen und Produkte erzeugen und so weiter. Und im gegenteiligen Fall, in einem Falle einer konjunkturellen Überhitzung, verknappt man diese Geldmenge wieder ein bisschen. So, jetzt sind wir schon im Grunde genommen mitten in der Gegenwart angekommen. Also hier ist nochmal der Geldschöpfungsprozess dargestellt. Der ist tatsächlich, das war jetzt falsch, ich habe eine Sache noch vergessen. Der Normalbürger denkt Folgendes, dass die Geldmenge, die im Umlauf ist, ob es nun auf dem Girokonto ist oder im Portemonnaie oder in Form von Geldscheinen oder von Münzen, dass das alles Zentralbankgeld ist. Ja? Also das ist irgendwie so, ja, hat ein Gütesiegel das Ganze, man darf es ja auch nicht nachmachen, da kommt man ins Gefängnis, wenn man das tut und so weiter und so fort. Ja? Tatsache ist aber, dass die wirklich echtes Zentralbankgeld ist tatsächlich nur zwischen 25% der Geldmenge. Der überwiegende Teil der Geldmenge, also zwischen 80% und 95%, ist Giralgeld. Das ist Geld, was wirklich nur im virtuellen Bereich auf Konten erzeugt wird. Und das ist das, was hier drüben dargestellt wird. Also wenn beispielsweise ein Unternehmer oder ein Häuslebauer sagt, ich möchte gerne 1 Million Euro ausleihen, um ein Haus zu bauen oder um ein Unternehmen zu gründen, dann passiert nichts weiter, als dass ein Mensch in der Bank eine Zahlenkolonne in ein Computersystem hineintippt. Und schon ist die Geldmenge, die im Umlauf befindliche Geldmenge, um 1 Million Euro gestiegen. So einfach ist das. Also da ist nichts mit, das Geld muss erst gedruckt werden oder so, ja, oder die Münzen müssen geprägt werden. Das ist also völlig virtuell. Dieses Geld wird als Kredit ausgereicht, wird natürlich dann im Zeitverlauf wieder zurückgezahlt. Und in dem Moment, wo die Geldmenge zurückgezahlt wird, schrumpft, in dem Moment, wo dieser Kredit zurückgezahlt wird, schrumpft die Geldmenge wieder. Ja? Also am Schluss dieser Veranstaltung, erst ist es 1 Million mehr und am Schluss ist es wieder plus minus null. Abgesehen natürlich von den Zinsen, die Bank nimmt. Ja? Also auf dem Weg dieses Kredites kassiert die Bank, sagen wir mal 10%, das sind 100.000 Euro.
Die Frage ist eigentlich, für was kassiert sie das? Im Grunde genommen kann man wirklich sagen, nur für das Eintippen dieser Zahlenkolonne, ganz am Anfang dieses Prozesses, und für die Verwaltung dieser dieses Geldrückflusses. Und natürlich ab und zu mal, wenn jemand pleite geht, dann haben sie natürlich ein bisschen Stress, weil sie dann irgendwas zwangsversteigern müssen und so weiter. Aber im Grunde genommen kann man wirklich sagen, ist dieses Zinseinkommen, was Banken sich erdreisten, an sich zu nehmen, das ist ein leistungsloses Grundeinkommen der Banken. Das kann man wirklich so skizzieren. Jetzt gibt es natürlich ein paar Mechanismen, die habe ich jetzt der Einfachheit halber zunächst mal weggelassen, die diese ungebremste Kreditvergabe natürlich bremsen sollen. Ja? Also da gibt es bestimmte Mechanismen. Das Wichtigste davon ist der Mindestreservesatz. Ein paar andere Sachen auch noch, Diskontsatz und so weiter. Diese Zinssätze oder diese Mindestreservesätze sollen dafür sorgen, dass die Banken, wenn sie einen bestimmten Kreditbetrag ausreichen, bestimmte Sicherheiten bei der Zentralbank hinterlegen sollen. Ja? Das soll also sozusagen die ungebremste Kreditvergabe so ein bisschen einschränken. Das ist auch in der Geschichte der Bundesrepublik jahrzehntelang ganz gut gelaufen. Ich habe mir extra mal so ein Buch gekauft. Das ist hier so 100 Jahre Deutsche Mark, von der Deutschen Bundesbank herausgegeben. Und da kann man zum Beispiel so Grafiken sehen, wie sich Mindestreservesätze entwickelt haben. Ja? Das ist zum Teil so 15%, 20%. Und das ist schon eine deutliche Bremse. Also damit hat man praktisch die Kreditvergabe reguliert. Ja? Wenn man den Mindestreservesatz nach oben schießt, dann wird die Kreditvergabe eingeschränkt. Das macht man also im Fall einer konjunkturellen Überhitzung, wenn einfach zu viel produziert wird und der Markt da nicht mehr mitmacht. Und im gegenteiligen Fall, im Falle einer wirtschaftlichen Depression, senkt man diese Mindestreservesätze. Dann gibt es hier noch einen Diskontsatz und so weiter. Wenn man diese Zahlen vergleicht mit dem, was derzeit im europäischen Raum bei der EZB stattfindet, das ist 1%. Ja? Also man kann im Grunde genommen, braucht man das gar nicht weiter erklären, dass ein Mindestreservesatz von 1%, das ist beeinflusst sozusagen so gut wie gar nichts. Das ist keine Bremse. Ja? Und ja, wir haben da gerade eine kleine Diskussion. Dann holen wir gleich mal her. Nicht so, nicht hier so, hier. Weißt du? Gut, ja, also. Ja, wir müssen diesen. Das ist kein Problem, das kriegen wir alles hin. Also, wo waren wir stehen geblieben? Dass der Mindestreservesatz der EZB ein absolut zahnloser Tiger ist. Das ist also keine Steuerungsgröße, mit der man wirklich Dinge beeinflussen kann. Ja? Also das liegt eigentlich auf der Hand. Das sagt schon die numerische Größe aus. So, wir sind im Grunde genommen mitten in der fatalen Gegenwart angekommen, in dem also diese Mechanismen komplett außer Rand und Band geraten sind, also indem eine absolut ungebremste Kreditvergabe vorgenommen wird. Es geht immer nur nach oben, die Geldmenge weitet sich immer mehr aus. Das ist also vor allen Dingen in den letzten 30 Jahren kann man das so sagen. Das sind wirklich exponentielle Kurven. Ja? Also die Geldmengenausweitung der letzten Jahre ist also unglaublich. Man fragt sich, wo zum Teufel bleibt das Geld eigentlich? Also ich habe da lange gebraucht, um das so halbwegs verstehen zu können. Ich muss an der Stelle vielleicht mal ganz kurz sagen, also ich habe vor einigen Jahren mal Wirtschaftswissenschaften studiert, das Ganze auch abgeschlossen hier an der Technischen Universität Berlin. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Ende des Studiums hätte ich diese Dinge auch nicht im Ansatz erklären können. Ja? Also so Pi mal Daumen, Mindestreservesatz und solche Dinge, klar, das hatte man gelernt, aber im Grunde genommen war es das auch. Ja? Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass dieses System überhaupt funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass die Masse der Leute also nicht die geringste Vorstellung davon hat, wie das eigentlich funktioniert. Also ich schließe mich selbst dabei ein. Ja? Also ich kam von der Uni und denke, naja gut, bisschen Volkswirtschaft und so weiter, so und so. Aber
diese Prozesse in ihrer Ungeschminktheit, die finde ich wirklich, also das ist geradezu spektakulär. Ja. Es gibt von Henry Ford einen Satz, der sagt, also wenn die Leute das verstehen würden, was hier abläuft, dann hätten wir eine Revolution nicht morgen früh, sondern before tomorrow morning. Also sofort, ja, würde eine Revolution ausbrechen, wenn die Leute das verstehen würden, was hier mit ihnen eigentlich gemacht wird. Ja. Wir haben Diskussionen über, von mir aus, Grundeinkommen oder sowas oder über Gehaltsverhandlungen, gewerkschaftliche, tarifliche Verhandlungen, dies und das und jenes. Wir diskutieren uns die Köpfe heiß über irgendwas, über den Bau einer neuen Kindertagesstätte von mir aus. Ja? Das sind ja alles Größen, die in monetären Dimensionen gemessen werden. Also die Maßeinheit für all diese Dinge ist ja immer Geld. Ne? Was denn sonst? So. Und da streiten sich die Leute bis aufs Messer und schlagen sich fast die Köpfe ein. Aber keiner kommt irgendwie mal auf die Idee zu sagen, hey, wer definiert eigentlich diese Größe? Also wer ist dafür, wer hat den Hut auf für die Menge dieser Referenzgröße, die überhaupt zur Verfügung steht? Ja, das wird überhaupt nicht hinterfragt. Das ist unglaublich eigentlich. Und ich habe persönlich den Eindruck, dass diese Geschichte jetzt wirklich in diesem Jahr noch, da bin ich sehr, sehr von überzeugt, dass das absolut sich zuspitzt, das Ganze. Man kann es jeden Tag in der Zeitung lesen. Das ist also, glaube ich, keine Prognose zu sagen, dieses Thema wird in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren tagtäglich immer wieder auftauchen. Neuer Rettungsschirm hier und so weiter und so fort. Bankenkrise in Zypern und so weiter, was auch immer. Ja? Also das ist ein Dauerbrenner, das Ganze. Und früher oder später, ist meine persönliche Überzeugung, wird die Masse der Leute auf diese Frage aufmerksam werden. Also das lässt sich langsam auch nicht mehr geheim halten, dass das hier völlig durcheinander geraten ist, dass niemand diese Dinge wirklich kontrollieren kann. Und dass man einfach Alternativen finden muss. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Hier sind natürlich noch eine Menge Sachen zu sehen. Dagobert Duck, ja, als Erzkapitalist, das ist natürlich auch gar nicht so richtig, wie man denkt. Das ist also ein sehr konservativer Unternehmer, nicht? Der hat natürlich so die Meise, dass er am liebsten alles Geld horten will. Wenn man das machen würde, alles Geld in Geldspeicher, das wäre sozusagen die Gegenthese zu dieser ungebremsten inflationären Geldausweitung. Das wäre auch ein Crash. So, jetzt fällt mir auf dem Weg noch eine Sache ein, die ich vorhin noch sagen wollte und vergessen hatte. Also nochmals, das exponentielle Wachstum der Geldmenge, ungebremst, durch keinen wirklich ernstzunehmenden Mindestreservesatz gebremst. Man fragt sich, wo bleibt das Geld eigentlich? Wir wissen, dass von diesem exponentiell sich ausweitenden Geld fast gar nichts in der realen Wirtschaft ankommt, traurigerweise. Das wird jeder Unternehmer bestätigen, der irgendwie einen kleinen Kredit braucht für seine Autowerkstatt oder sonst irgendwas. Das ist richtig schwierig für die Leute, an Geld zu kommen. Warum? Das Geld liebt es, virtuelle Geschäfte zu machen mit Futures und Options und Sachen, die ich selbst ehrlich gesagt auch immer nicht komplett verstehe. Ja, das sind also alles spekulative Wertpapiere, die da gehandelt werden. Und es ist tatsächlich so, dass diese überschüssige Geldmenge, also anders als bei Goethe mit dem Schiffbau, da ist sie ja noch sinnvoll angelegt. Da ist das Geld, was zu viel ist, fließt sozusagen in die Realwirtschaft. Das Geld, was heutzutage zu viel ist, fließt in sogenannte Überbewertung von Sachanlagen ein. Eine sogenannte Asset Price Inflation entsteht dadurch. Das heißt also Aktienkurse, beispielsweise von Facebook, unglaublich, erster Börsentag, 103 Milliarden Dollar für so ein Unternehmen. Das ist wirklich völlig unglaublich. Also das hat keine Substanz und nichts, was solche Preise rechtfertigt. Ja? Also es ist das mal so als Extrembeispiel, da sieht man schon, es ist einfach überbewertet, das Ganze. Ja? Absolut überbewertet. Das nächste, was überbewertet ist, sind natürlich Immobilien. Ja? Immobilienpreise sind in den letzten 50 Jahren also raketenmäßig nach oben geschossen. Die sind substanziell durch nichts mehr gerechtfertigt. Und wir haben ja 2007 diesen großen Crash erlebt in den Vereinigten Staaten, dass also, wenn eine solche Blase dann platzt, dann setzt sie diese Geldmengen halt wieder frei. Das kann im Immobilienbereich
im Grunde genommen jederzeit passieren, in Spanien beispielsweise. Es kann aber auch im Aktienbereich jederzeit passieren. Also wenn solche überbewerteten Blasen platzen, dann gute Nacht, kann man sagen. Ja? Weil das flutet natürlich alles in die Realwirtschaft und alles ziemlich schwierig. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Hier sind viele schöne Sachen, nicht? Also wir sind jetzt mitten in der Gegenwart, also ich meine, das ist ein Bildungsproblem, deswegen ist hier ein Fernseher, das ist sozusagen Bildungsfernsehen. Und die Jungs hier stehen dafür, dass ein dringender Umbau vonnöten ist. Man muss es wirklich, man muss es einfach umbauen. Was ist hier noch zu sehen? Also die Zentralbank, das haben wir vorhin, das ist eine meiner Lieblingsfiguren, das ist die Fed hier, ja? Eine fehlgeleitete Fledermaus, ja? Also Federal Reserve. An der Stelle Fledermaus noch ein ganz interessantes Detail, das habe ich eben auch extra nochmal nachgeguckt oder ich gucke es nochmal nach, dass der Artikel 1 Absatz 8 der amerikanischen Verfassung interessanterweise, das war jetzt Blödsinn, ich muss noch eine Sache vorschalten. Die Frage ist, was soll man jetzt eigentlich machen mit so einer Situation, wie sie hier zu sehen ist? Ja? Also überschießende Geldmenge, völlig außer Rand und Band, die zu 80-95% von privaten Geschäftsbanken erzeugt wird. Das ist auch nochmal wichtig. Nicht? Das ist hier eine Zentralinstitution, aber die Geldmenge wird von privaten Geschäftsbanken in die Welt gesetzt. Und zwar außerhalb jeder demokratischen Kontrolle. Da ist natürlich ganz klar die Antwort, diese demokratische Kontrolle müssen wir uns zurückholen. Da, im Bundestag. Ja? Da muss dieses Thema diskutiert werden. Und eine Idee ist, ein sogenanntes Vollgeld einzuführen. Das heißt nichts weiter, als dass sämtliches Geld, was im Umlauf ist, tatsächlich vollwertiges Geld ist, wie der Name schon sagt. Wie das Geld, was man in der Tasche hat und unter das Kopfkissen legen kann notfalls. Eben auch die Girokonten. Ja? Und die Idee dahinter, es gibt eine Bewegung ein Verein, in dem ich auch mitarbeite, der heißt Monetative. Also man kann es im Internet unter monetative.de nachschauen. Der Name kommt daher, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland aus sehr gutem Grund eine Gewaltenteilung haben. Exekutive, Legislative, Judikative, also die ausführenden Kräfte, das ist die Polizei, die gesetzgebende Institution, das ist das Parlament, das die Gesetze macht, und die rechtsprechende Institution, das sind die Gerichte. Das sind drei Gewalten, die voneinander unabhängig sind, aus gutem Grund. Sonst könnte ja der Polizist sagen, ich habe hier mein eigenes Gesetz gerade gemacht, Sie sind verhaftet oder so. Nicht? Also deswegen hat man diese Gewaltenteilung. Und das Verblüffende ist, dass für den monetären Bereich eben so eine unabhängige Gewalt bisher nicht existiert. Sieht man jetzt mal ab von den Vorläufern vielleicht der Bundesbank. Ja? Also die ist ja auch eine relativ unabhängige Einrichtung gewesen. Kein Vergleich mit der EZB heutzutage. Und es ist also höchste Zeit, den wirklich essentiellen, gesellschaftlich essentiellen Prozess der Geldschöpfung, also der Frage, wie viel Geld zu welchen Konditionen unter das Volk gebracht wird, in öffentliche Kontrolle zurückzuholen. Und zwar eine unabhängige Kontrolle, also eine sogenannte monetative als vierte Gewalt diesen drei anderen Gewalten hinzuzufügen. Das Interessante ist, historisch, jetzt komme ich also zu dem, was ich vorhin schon sagen wollte mit der Federal Reserve, in den Vereinigten Staaten gibt es in der amerikanischen Verfassung, und zwar ganz weit oben, Artikel 1 Absatz 8, die Festlegung, dass der amerikanische Kongress das ausdrückliche Recht hat, Geld zu schöpfen. Ja? Das muss man mal genau verstehen. Sie haben dieses Recht 1913 abgetreten an die Federal Reserve. Vorher war das sozusagen das Recht des amerikanischen Kongresses. Das Interessante ist jetzt, rein verfassungsrechtlich könnten die jederzeit sagen, wir haben uns das anders überlegt, wir holen uns dieses Recht zurück. Zack. Ja. Das wäre also in den Vereinigten Staaten ohne Probleme möglich. In Deutschland und in Europa ist es ein bisschen komplizierter, aber auch nicht so fürchterlich kompliziert. Das muss man sich eigentlich auch mal klar machen. Ja. Also wenn eine breite parlamentarische Mehrheit dafür da wäre, diese Dinge genau zu beleuchten, zu gucken, läuft das gut oder nicht,
was müssen wir machen als Verfassungsänderung, um diese Dinge zu ändern, dann könnte man das ändern. Man könnte im Bundesbankgesetz zwei, drei Sätze einfügen und dann könnte man diese Situation korrigieren. Ja, also der gegenwärtige Zustand, den wir haben, ist einer, also der macht mich tatsächlich ein bisschen wütend, kann man sagen. Also weswegen ich auch vor einem Jahr bei Occupy mit dabei war, 99%. Es ist ein unglaublicher Zustand, dass wir in einer Epoche leben, die wirklich reich ist, wie sie reicher in der Geschichte der Menschheit niemals war. Ja? Wir haben Technologien, die wirklich gut sind. Also ein paar schlechte natürlich auch, aber wir haben auch richtig gute Sachen. Wir haben vor allen Dingen Menschen, die wirklich hochentwickelt sind von ihrem Bildungsstand her, von ihrem Empathie her, die sie leisten können und so weiter und so fort. Darüber darf man sich nicht täuschen. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, das wird alles immer nur schlechter und schlechter und schlechter. Dem stimme ich nicht zu. Wenn man sich diese Szene hier hinter uns nur 60 Jahre vor dieser Zeit hier sich vorstellt, mein lieber Mann, also da sind wir wirklich einen großen Schritt weitergekommen. Wir sind also in einer wirklich reichen Welt, ja. Und trotzdem diese Welt so reich ist, Fehlentwicklung noch und nöcher. Leute verhungern, die Normalbürger hier, wenn man jeden x-beliebigen Bürger fragt, alle sagen, ja, ich habe Schulden, irgendwie, ich bin irgendwie im Minus. Ja? Irgendwie, also, ganz komisch. Ja? Trotzdem wir so reich sind, ist die subjektive Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit total gering. Und das hat immer, also fast nur mit Geld zu tun. Ja? Wenn man so Gespräche irgendwie hört, naja, das Geld, die Miete zu hoch, dies und das und jenes zu hoch. So. Und jetzt vielleicht noch das letzte Exponat hier in der Mitte. Das ist ein Mauerstück. Das ist, finde ich, das schönste Exportprodukt, was unsere Stadt zu bieten hat. Den friedlichen Mauerfall 1989. Das ist ein Systemwandel, der wirklich das Gesicht der ganzen Welt auf den Kopf gestellt hat. Und jetzt habe ich auf dieses kleine Mauerstück draufgeschrieben, Next Wall to Fall Wall Street. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass der nächste epochale Systemwandel damit zu tun hat, dass dieses Geldsystem verändert wird. Und ich glaube, dass man aus original Berliner Erfahrung heraus hier, glaube ich, ganz nette Impulse geben kann, hoffe ich zumindest. Nicht? Also wichtig ist natürlich, es muss friedlich sein. Nicht? Das haben wir 1989 hingekriegt. Das ist also keine Aufforderung zum Klassenkampf oder sowas. Die Wall Street muss einfach ein bisschen umgebaut werden. Nicht? So. Ja, ich denke, das war's. Mir wird auch langsam kalt.